Yeah, was geht ab, meine lieben Leute? Mein Name ist der Zockfrosch und ich bin hier in einem Museum als Pinguin und ich bin hier jetzt einfach mal definitiv am rumragen, weil hier kommen die ersten Gegner. Bam! Bam! Yeah, niemand legt sich mit einem Pinguin an. Warum auch? Ja, Leute, was geht ab? Ich bin wieder am Start mit einem Gameplay aus meiner Kindheit. Heute zocken wir eine Runde Foo Fighters. Das ist ein Spiel aus dem Jahre 2001, also auch wieder die Jahreszeit, in der einfach die geilsten Spiele rausgekommen sind. Jo, zum Spielprinzip, es ist ein Third-Person-Shooter und wir schlüpfen in die Rolle von verschiedenen kleinen Kuscheltierchen, die die Welt retten müssen. Ich bin ja gerade im Museum und muss jetzt mal gucken, was hier so abgeht. Ich muss mich nämlich hier erst umsehen. Das, was ich an dem Spiel so geil finde, statt Blut, fliegen hier die Fetzen. Und das ist so mega geil. Ja, so im Prinzip geht's, wie man jetzt hier gerade sehen kann, darum, dass wir kleine Babys befreien müssen. Aber man kann diese Babys nur befreien, wenn man die dementsprechende Spielfigur dafür ausgewählt hat. Wenn man das nämlich nicht gemacht hat, dann hat man ein Problem. Bleib stehen, Junge. Kaputt. So. Ja, und jeder von diesen Kuscheltierchen hat zum Beispiel verschiedene Fähigkeiten. Dieser Pinguin kann zum Beispiel schwimmen und der kann tauchen. Der Hund hier kann sich durchgraben. Ist übrigens der coolste Charakter, der sieht aus wie Hey Arnold. Hey Arnold! Es ist eigentlich mega komplex, das Spiel, weil die Levels mega riesig sind. Weil man echt gucken muss, dass man hier echt nichts übersieht. Also man sieht schon, da hat man auf jeden Fall einiges zu tun. Und damit meine ich einiges. Aber das ist völlig egal, das Spielprinzip ist super und es funktioniert. Die Musik ist schön. Synchronisiert ist es überhaupt nicht, also das Spiel ist mit Untertitel, aber natürlich auch komplett in Deutsch. Hier war ich schon, scheiße. Hier ist ein Baby von mir. Aber wie komme ich da hin? Gar nicht. Scheiße. Kann ich es kaputt schießen? Verdammt. Ah, ich müsste irgendwie diese Bowlingkugeln umwerfen. Es geht bestimmt. Man kann hier bestimmt irgendwas lösen, was dann hier runterfällt und ja. Aber das muss man hier, wie gesagt, erstmal rausfinden. Oh mein Gott. Ja, das wird etwas komplex werden. Sprungangriff! Patz! So. Hier gibt es auch eine neue Waffe bald. Und zwar eine Bazooka. Und hier oben ist ein Babykätzchen. Und da oben ist Juliette. Juliette ist nämlich die Katze in dem Spiel. Und die müssen wir jetzt auswählen, damit wir das Baby retten können. Weil man immer nur mit den bestimmten Figuren eben die Babys retten kann. Und ja, ich versuche mal mein Glück und guck mal, wie weit ich komme. Ja genau, das Spiel läuft übrigens auf Windows 7. Also man könnte denken, ich spiele das mit einem Emulator, aber ich zocke es wirklich auf Windows 7. Man braucht dafür leider aber einen Patch, damit es läuft. So. Jetzt, so. Jetzt überlegen, wie komme ich da hoch. Scheiße. Der Fuß hebt sich auf jeden Fall an. Es könnte sein, dass das eine Möglichkeit wäre. Aber da komme ich nicht ran. Ah, da komme ich ran. Nee, da war ich schon. Verdammt. Ach Gott. Ich komme da nicht rauf. Ah, okay. Ja, das war richtig. Alles klar. Gut, alles klar. So, jetzt muss ich auf den Helikopter springen. Das wird jetzt schon mit Run vom Feinsten. Und ich hab's geschafft. Und damit haben wir auch schon ein Kätzchen gerettet. Ich hasse Krokodile an Spielen, ne? Aber hier sind sie echt nervig, weil die alles aushalten, Alter. So. Ja, also hier kann man auf jeden Fall irgendwie hochkommen. Das ist jetzt halt die Frage. Ich vermute, dass man hier irgendeinen Schalter betätigen muss. Oder dass man dieses Ding hier verschieben kann. Das kann auch sein. Tatsächlich, man kann es verschieben. Ah, okay, okay.
Aber wisst ihr was? Ich finde irgendwie, es kommen eigentlich so, wirklich mal, also dieses Spiel ist wirklich so ein richtig geiles Beispiel dafür, einfach einen Third-Person-Shooter zu machen, indem man nicht einfach nur blind durch die Level läuft und alles über den Weg ballert, was einen in den Weg kommt, sondern es ist einfach noch so, ich sag mal, Run-Passagen mit eingebaut hat und dann auch noch so ein paar Rätsel, wo man so ein bisschen nachdenken muss, wie man weiterkommt. Also da sind schon so ein paar Sachen, wo man dann echt gucken muss, ja okay, wie mache ich jetzt weiter? Scheiße. Und dann läuft das auf jeden Fall. So. Yeah. Pity! So, nächstes Areal. Tatsächlich, ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's so gewusst, dass hier eine Bowlingkugel ist. Warum wusste ich das? Warum wusste ich das, Mann? Alter, warum hab ich's gewusst? Ganz ehrlich. Hier ist eine verdammte Bowlingkugel, alles klar. Und hier ist eine Bazooka. Ist auch mega geil. Eine neue Waffe ist immer gut. Ho! Die grabben wir uns auf jeden Fall mal schnell. Und irgendwie kann ich den Drachen benutzen. Ich weiß aber nicht für was. Yeah. Und damit können wir die Bowlingkugel lösen. Wetten? Nein. Die können wir nur lösen, wenn wir... Ja, natürlich. Ja, klar. Man kann sie nicht mit einer Bazooka abschießen, aber wenn wir sie berühren, dann... Ja, klar. Dann fällt sie nach unten. Auf jeden Fall. Diese Logik. Alter, nicht schlecht. Ja, natürlich. Machen den automatischen Bogen. Alles klar. Ja, ich gehe aber jetzt erstmal hier noch so ein bisschen weiter. Mal gucken, wie sie noch so weitergeht. Ich würde dieses Ding hier gerne mal einweihen wollen. Ah. Bam. Naja. Aber die Munition heben wir uns auf. So. Ja, der Drachen kann übrigens fliegen. Das ist so die Power von dem. Ne, ganz ehrlich, Leute. Meine Empfehlung, Foo Fighters, kauft es euch bei Amazon. Ich glaube, für 5 Euro oder so. What the fuck? Alter! Ein verdammter Pfau mit einem Raketenwerfer. Alles klar, in welchen Spielen gibt es sowas schon? Ja, Leute, ich denke mal, das reicht für einen kleinen Einblick zu Foo Fighters. Richtig geiles Spiel auf jeden Fall. Kauft es euch. Läuft auf jeden Fall. Haut da rein. Ciao.